Hey Leute und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal bei WikiXoxo. Ich habe auf Musical.ly, auf Instagram und auf Snapchat gesagt, dass ich auf eure Musical.ly's reagiere und ihr könnt sie mir schicken. Und ich habe so irgendwie 10, 11 Musical.ly's bekommen, also geschickt bekommen. Natürlich mehr, aber ich habe mir 11 ausgewählt. Und wir fangen jetzt mal an mit dem ersten Musical.ly. Also, dein Musical.ly war sehr schön, gut. Und ich kenne dich auch, du heißt Lien, also ich hoffe, ich darf sagen. Und dein Musical.ly war sehr schön, also du siehst auch sehr schön aus. Dann Love Me, Beautiful und so. Sehr gut. Also von mir bekommst du eine Note von 1 bis 10, auf jeden Fall eine 9. So Leute, wir gehen zum nächsten Musical.ly. Das Musical.ly war sehr, sehr, sehr cute. Ich kenne euch beide auch und zwar seid ihr meine Kolleginnen. Ja, und es ist richtig schön, weil einfach zwei beste Kolleginnen, gefasst, einfach so zusammen reden, rennen und sich umarmen. Also von mir bekommt ihr jetzt eine 8, weil eigentlich das, was ihr gemacht habt, das macht man eigentlich so, dass ihr rennt, dann springt ihr, dann fällt ihr auf den Boden, nicht so wie jetzt zum Beispiel meine Kollegin gemacht hat, dass sie so ist auf den Boden gegangen. Aber sonst ist es richtig gut, also eine 8. Ja, Mann, ich kenn das. Erst kam der Schwur einer Freundschaft mit Worten. Ich bin da, wenn du mich brauchst, doch wer ist heute da? Alle nehmen sie, doch keiner gibt mir was, außer ein Pick auf den Gedanken, wie es war, als wir noch Kinder waren. Also, das Musical.ly war richtig gut, weil ich das Lied einfach so mal lieben liebe. Also, ich liebe es. Ja, Mann, ich kenn das. Erst kam der Schwur eine Freundschaft. Und außer du bist voll schön blendet gsi, ich voll schön deine Haare gekämpft. Okay, ich fange wieder an, bei nur zu reden. Und ja, also von mir bekommst du eine 10, weil es ist richtig schön geworden. Und dich kenne ich auch. Du bist eine sehr gute Freundin von mir. So Leute, als nächstes kommt ein Junge. Endlich. Oh ja. Also, von mir bekommst du eine 5, weil ich finde, du hast ein bisschen die Kamera falsch gehalten. Aber sonst, dass du es so gemacht hast und nachher ein anderes T-Shirt anhattest, das fand ich cool. Also, bei dem bekommst du sicher, also, okay, sagen wir 6 Punkte, weil das mit dem T-Shirt war richtig gut, aber die Kamera hast du schlecht gehalten und dann das gefällt mir nicht so. Aber eine 6 bekommst du auf jeden Fall. Weiter geht's. Ich habe es gewusst. Ja, natürlich habe ich mit meiner Kollegin einen Account und sie schaut eben sehr oft meine YouTube-Videos, meine Musical.ly-Videos. Und wir haben gestern oder vorgestern ein Video gemacht, wo wir hier so runterfallen. Also natürlich gebe ich denen eine 10, weil es war richtig lustig, wie wir nachher so runtergefallen sind. Und eben so bei dem zweiten Musical.ly, glaube ich, war das so, meinte ich es, dass man einfach runterfallen muss, nicht dass man so steht. Und wie gesagt, man bekommt eine 10. Stop, won't stop, get guap. 10 white toes and them toy flip-flops. Manicures and pedicures, I'm always tip-top. When they say I'm not hot, all these lies need to stop. Cause I'm icy, wifey, haters wanna fight me. Also, ich muss sagen, das Musical.ly war auch sehr cool, weil du einfach die Flip-Flops hast rausgenommen. Bei Manicism, Panicism und Zip-Zap, and the same, the ham is mine. Nachher, bei den Haters oder so, hast du es so gemacht. Also, ja, ich fand das sehr gut, darum bekommst du einen 9 von mir. Und auch dein Aussehen ist sehr gut. Meine Kollegin ist da und sie sagt auch, also sie findet, sie sollte eine 10 bekommen. Ja, okay, dann hat sie halt eine 10. Es ist richtig gut geworden. Also, ich finde dein Aussehen auch sehr schön, muss ich sagen. Weiter geht's. Bring that ass back like a boom, 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 boom.
Video fand ich eigentlich nicht so gut, weil sie hat eigentlich fast gar nichts gemacht. Also, sorry, aber es findet. Also, ich würde ihr eine 4 geben. Ja, aber sonst, das Lied wäre cool, aber das Lied ist eben für etwas anderes gedacht. Für diese Bonfloss Challenge. Aber sonst die Stange und dein Aussehen, du bist sehr, sehr, sehr süß. Muss ich sagen, du bist sehr schön. Also für dein Aussehen gebe ich dir eine 10. Okay, das geht jetzt nicht aus. Also das Musical.ly ist eine 4. Aber sonst siehst du sehr cute aus. So Leute, wir kommen jetzt zum letzten Musical.ly und jetzt seht ihr es. Ich bin immer für dich da, Bruder, kam das nicht aus deinem Mund? Doch sag mir, warum nennst du mich dann heute Hund? Also sowas ist Freundschaft.